So Leute, ich bin's jetzt wieder, euer Pasi von PJ Gameplays. Und ja, wir werden jetzt erstmal Skyrim weiter zocken. Wir müssen jetzt nach Weißlauf. Und ach ja, das neue Stufe. So. Wir sind Ork, wir werden jetzt einmal auf Gesundheit skillen, werde ich sagen. Und ja, jetzt werde ich euch mal hier das einzelne Zeug hier erklären. Also Zerstörung, das ist jetzt halt so Angreifen mit Feuer, Frost und Blitzen, was wir jetzt auch schon in den letzten paar Parts gemacht haben. Dann Wiederherstellung, das ist halt das Heilen von sich selbst und anderen Charakteren. Veränderung, ja, das ist halt sowas, dass man jetzt halt so Schutz und Lähmungen und sowas auf sich selbst wirken lassen kann. Verzauberung, das ist jetzt sowas, dass man jetzt ein zusätzliches Attribut auf Waffe oder Rüstung macht. Dann haben wir die Schmiedekunst, haben wir schon einige Worte zu gesagt, also das geht halt, wenn man sein Leder und Pelz und Fell und all so ein Zeugs halt verarbeitet und dann halt neue Sachen erstellt. Schwere Rüstung erhöht sich, wenn man halt eine schwere Rüstung trägt. Und ja, je höher das halt ist und je weiter man das dann halt hier mal so durchskillt, dann bringt die halt mehr mit der Zeit. Man hält halt viel mehr aus. Blocken, das ist halt genau das gleiche, bloß mit dem Schild. Zweihändige Angriffe, was wir jetzt ja halt so in den letzten Parts gemacht haben, was wir auch weiterhin machen werden. Dass die dann auch stärker werden, dass man nachher später köpfen kann. Einhändig, genau das gleiche. Schießkunst halt mit dem Bogen und dann skillt man das halt so durch, dass er mehr Schaden macht, dass man dann ranzoomen kann. Leichte Rüstung. Ja, das ist halt genau das gleiche wie bei der schweren Rüstung, nur dass man halt eine leichte Rüstung tragen muss. Schleichen ist halt, wenn man schleicht und dann halt so hinterhältige Angriffe macht und sowas und Taschendiebstahl und sowas. Denn Schlossknacken ist halt das mit dem Dietrich. Und das kann man dann auch weiter mal durchskillen. Taschendiebstahl kann man sich, glaube ich, was drunter denken. Halt dieses Clown. Redekunst, damit kann man bessere Preise rausschlagen beim Händler oder halt andere Leute schneller überreden, irgendwas zu tun. Alchemie kann man mit Tränke herstellen. Illusion ist halt so, dass man seine Gegner manipulieren kann und sich selbst auch unsichtbar machen kann. Und Beschwörung, das ist halt sowas, man kann sich halt noch einen Begleiter ranholen, zum Beispiel irgendwie so ein Feueratronarch und sowas, was ihr später alles so im Laufe des Spiels seht. So. Wo müssen wir hin? Ich glaube da. Oder nee, wir müssen doch hier lang. Ja, und ich werde jetzt erstmal hier nach Weißlauf rennen, wie gesagt, und dann erstmal da den König besuchen und dann vom Drachenangriff berichten und dann werden wir auch da die ersten Quests kriegen. Ja, also wie gesagt, das Spiel ist wirklich gut gemacht. Man sieht ja hier sitzt so die Open World. Da ist die Stadt. Ziemlich groß und schön gestaltet. Und ja, jetzt ist hier halt noch so die Spätsommerlandschaft, finde ich. Es geht in den Herbst rein. Und später sind dann auch noch so die Winteratmosphären. Es sind überall Schneien, so ein Schneesturm und all so ein Zeugs. Naja, und hier wird auch schon gegen den ersten Riesen gekämpft, der jetzt schon tot ist. Und hier ist halt eine Gruppe von Kämpfern. Und jetzt wird euch das hier erklärt. Kämpft mit uns, dann habt ihr etwas zu erzählen. Naja, das hat sich erledigt. Und das haben wir nicht euch zu verdanken. Das ganz sicher nicht. Aber ein wahrer Krieger hätte es sich nicht nehmen lassen, gegen einen Riesen anzutreten.
Deshalb bin ich mit meinen Schildbrüdern hier. Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit Kodlak Weißmähne oben in Jorvaska reden. Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Viel Glück, wenn ihr zu ihm geht. Ja. Mit dem Anführer der Gefährten reden, das ist halt auch so eine Nebenmission, das können wir später mal zeigen. Aber wir werden euch jetzt erstmal so die Hauptquests oder die Hauptstory zeigen. Es liegt Frost in der Luft. Die Kälte. Ja, und halt diese Stadt ist jetzt auch ziemlich aufgebracht wegen diesem Drachenangriff. Und deswegen werden hier auch gleich so eine Sicherheitsmaßnahmen gelten. Wird uns eine Torwache anreden, dass wir eigentlich, was wir hier wollen und sowas. Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Na schön. Aber wir behalten euch im Auge. Ja. Redekunst verbessert. So. Eine wirklich schöne Axt. So, das ist die Stadt, hier kann man schmieden. Wenn man sich ein Haus kauft, kriegt man dieses hier. Das ist wirklich sehr schön eingerichtet, wenn man es erstmal ausgekauft hat. Hier ist ein Laden und hier sind halt so eine Marktstände. Ist das hier, weiß ich gerade nicht mehr. Hier so eine Gemischwarenläden, das ist halt so der Markt hier, kann man sagen. So, hier dieser Baum, der kriegt später auch noch eine Bedeutung. Das ist dieses Jahr Baskere. Man den Gefährten anschließen kann. Ja, noch so ein paar andere Häuser, aber die sind wirklich unwichtig. Und hier ist halt das Königshaus. Mit Banditen komme ich gut zurecht, aber Drachen? Ja, mit Drachen geht. Schönes großes Haus. Was soll ich sonst machen? Gar nichts. Mein Herr, was bitte. Soll diese Unterbrechung? Die Jarl Balgrov empfängt keine Besucher. Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Kommt, der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Ist mir. Irelet hatte recht. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr, wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfriks Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug. Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irilet, schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich, ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen und das werde ich euch nicht vergessen. Hier... Bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte da noch etwas für euch.
Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt, begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Ja, wir haben eine Stahlrüstung gekriegt, die werden wir auch gleich mal anlegen. Die ist auf jeden Fall wesentlich besser als unsere jetzige Anfängerrüstung. Sieht auch wesentlich besser aus. Nur, dass wir halt diesen Helm hier loswerden müssen, weil der sieht wirklich scheiße aus. Faringar, ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu, weiht ihn in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Ihr kommt ich habe von einer... Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ödstoßhügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ah, der Drachenstein aus dem Ödstoßhügelgrab. Ihr habt ihn schon gefunden. Ihr seid wirklich auch... Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Naja gut, das werden wir jetzt mal schnell machen. Oder nee, wir machen das jetzt gleich. So, ich werde es hier auch erstmal aufhören und... Ja, jetzt habt ihr schon ein paar Szenen aus dem Spiel gesehen. Und ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen und ihr könnt ja in den Kommentaren schreiben, ob ihr das gut findet und was ihr davon haltet und sowas. Und ja, bis später.